Ja, schon eine besondere Auszeichnung. Jugend spielt da mit rein und dann mit dem Aufstieg 2017 mit Stuttgart, dass das gerade in so einer Phase kommt, wo man auch mal die Schattenseiten des Trainerseins kennengelernt hat. Das ist natürlich ein schöner Moment und da freue ich mich riesig drüber. Also er kann Kleinigkeiten erkennen, um Spieler zu entwickeln. Nicht umsonst hat er dann auch 3 deutsche Titel geholt im Jugendbereich. Gehört auch die Mannschaft dazu, aber ich glaube, dass man als Trainer da noch im Detail gut arbeiten kann. Das hat er toll gemacht. Ich weiß auch schon ein paar Sachen, die ich auch hätte besser machen können. Aber ja, das sind keine wilden Dinge, sondern einfach Entscheidungen, die man treffen muss. Und insgesamt ist es so, dass der VfB Stuttgart heute auf einem besseren Niveau ist als damals. Und das ist, glaube ich, ist wichtig und ist schön. Und ich freue mich jetzt auch, dass es so weiterläuft. Das ist jetzt nach so vielen Jahren, 9 Jahre als Berufstrainer und 14 Jahre, über 14 Jahre als Trainer, nicht schlimm, mal ein paar Monate ein bisschen Abstand zu bekommen. Und dann gucken wir, was passiert.